unserer Mitschüler fanden das ebenso sehr cool. Zusätzlich haben wir Aufgaben in englischer Sprache erstellt. Hier kommt Andreas, ein weiterer Teamkollege. Andreas, was hat dir bisher am besten gefallen? Ich fand das sehr interessant, sehr informativ, weil ich für jeder Internetbenutzer ziemlich schnell und einfach betrachten kann. Stimmt deiner Meinung nach diese Aussage? Außerdem hat das Experimentieren mit den verschiedenen Open Source Programmen und Formaten sehr gefallen. Somit beenden wir unsere Präsentation. Aus zeitlichen Gründen konnten wir nur eine kleine, aber hoffentlich interessante Auswahl unserer Dokumentation präsentieren. Herzlichen Dank für Ihre Interesse und viel Vergnügen beim Abtauchen in unsere Unterbodenseite. Leider entführen. Danke für eure Präsentation und hier ist die Lehrerin am Schule, die Petra Zübner aus der Hauptschule 3 in Dahlem-Frau. Für Sie einen Applaus bitte. Und was habt ihr vor mit diesem Wurm? Das ist der Rockenwurm. Ja, den können wir wieder reparieren. Das war so eine witzige Einlage wieder. Den hängen wir immer in der Schule auf, dann nehmen wir wieder runter, dann reparieren wir wieder und hängen wir wieder auf. Werden die CDs nicht kaputt auf diese Art und Weise? Die sind eh schon die ausgetiert. Wir haben so einen großen Verbrauch. Wir haben ganz viele alte.